Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte irgendwo in Thüringen. Aktuell ernten wir den Raps ab. Wir hatten auch den Überführungskurs eingefahren. Einmal für Raps. Das ist aber schon eine Weile her. Und für Hafer schon mal vorbereitet. Damit wir näher schnell das sofort beginnen können. Das ist zeitnah passiert. Ja, das ist aber komisch. Normalerweise hätte er sich doch komplett auf einen. Ja, gut, okay, macht nichts. Hauptsache er ist zur Seite gefahren. Wir gleich den anderen auch entleeren. Rückwärts fahren. Schwierig. Na, der kommt zu mir. Wüste. Kriegen wir den auch gleich leer? Fast, jedenfalls. Ich bin voll und gleich im LKW fahren. Und da können wir uns dem Kalkfahrer widmen. Und der ist nämlich fertig. Muss ich mal gerade kurz gucken, ob ich, ob da das Nachbarfeld auch gekalkt werden muss. Glaube schon. Aber das Feld, wo wir gerade bei waren, das muss geflügt werden. Das werden wir gleich erledigen. Das Flügen oder sofort ansetzen. Anfangs hatte ich hier zwei LKWs zu laufen gehabt. Ist bei Raps nicht notwendig. Warum macht er jetzt nicht weiter? Naja, gut, so tief. Der Trigger entsprechende Höhe und dann muss er passen. Wenn der Preis stimmen würde, dann würde man sagen, kann man gutes Geld verdienen. Aber aktuell ist der Preis zu tief. Lohnt sich nicht. Deutschland machen wir Verluste. Also Verluste, da würden wir ja 400 Euro pro 1000 Liter schon verdammt viel. Außerdem haben wir genug Zeit zu verkaufen, wenn wir nichts tun können. Aber wiederum ist es so, wären wir gleich im Frühjahr könnte man noch verkaufen vom Preis. Normalerweise müsste ein Preis im Frühjahr noch ganz gut sein. Nur wenn die Ernte beginnt, dann geht der Preis im Keller. So, also eine ist bei 80%. Wird der schwarze sein. Dann nehmen wir uns gleich vor. Bleibt mal gleich stehen. Dann können wir uns in aller Ruhe um den anderen kümmern. So. Das ist ein neuer Kalkstreuer. Dann haben wir zwei, das genügt. Das ist der John Deere. Ja. Denk mal, der ist fertig. Stellen wir mal erstmal um Feldrand hin.
nicht über Straße. Und hier dürfte eigentlich keine Probleme geben. Keiner fährt. Lass mal laufen. Wollt ihr euch jetzt aufmachen? Gleich. Ei, ei, dann ist gut. Gucken wir, wie er anzeigt, wie er fahren will. Das passt. Wir müssen gleich um den Deutz kümmern. Der steht auf dem Feld. Mal gucken, wo er steht. Da auf dem BGH, da ist eine andere BGH. Das ist die andere Richtung. Wir müssen links. Wir fahren über den Acker. Ach, kommt da langsam. Müsste eigentlich hier auch einen Weg lang gehen, ne? Was keiner macht. Hier ist das andere Feld. Hier müssen wir doch auch noch kalken. Gleich mal gucken. Speichern, das ist gut. So. 49. Ja, muss gekalkt werden, das passt. 48 wird gerade gepflügt. Dann gleich noch einen Schwung Kalk holen. Und wie gesagt, das sind alles Arbeiten, die kann man auch in einem Trolling machen auf der Not. Aber wenn wir jetzt das schon machen können, ist halt schon erledigt. Ne? Wenn wir gleich mal umgehen. Kumpel kümmern, dass er voll ist, der Arme. Dazu werden wir kurz umsteigen. Machen wir Deckel auf. Fahren wir runter. Natürlich ist es auch nur nicht ideal, dass die abkippt, Winkel ist. Ja, muss man mal leer machen. Gut. Kurz. Wenn noch die Ernte voll durchgeht. So, wenn wir Gas geben, ne? Haben wir Ziesen machen können. Ich wollte auch die Ernte nicht verzichten. Die Ernte, das ist mir. Steckt zu viel Arbeit dran. Ne? Also. Wenn ich hier jetzt schon sehe, jetzt haben wir schon über 100.000 im Lager. 150.000, jetzt haben wir nochmal 200.000 hier nochmal hinzu.
das ist dann schon, wenn es nur 1000 kostet, sind 200.000. 1000? Wieder mir zu rechnen. Das ist so peinlich. Ist aber viel Geld. 1000 pro Liter, pro 1000 Liter. 200.000. So. Hier liegt meine Reihe mit dem Kopfrechner. Rechne. Nochmal. Jo. Ich bin aber zu blöd zum Rechnen. Ich gebe ehrlich zu. Bin mir nicht ganz sicher. Normalerweise hat man 3 Nullen dazu. Auch nicht. Ah, kann ein bisschen noch voll machen noch. Ja, jetzt will er nicht. So, Rainer. Ja. Also wenn der LKW jetzt nun voll ist, dann kann er gleich durchdüsen. Ja, schon viel Gewicht dran, ne? Also muss man hier meine Konsole mal ein bisschen hier Tasten belegen und beschreiben. Wenn ich das immer längere Zeit nutze, dann ist das ja auch, kann ich das auch, aber oder vergesst das nicht, immer so. Aber wenn das nur ein, zweimal nutze, dann ist das auch vergessen. Weiß ich auch immer, ich drücke den Start und so, und der ist voll. So, das sind aber rund 200.000 Liter. Ne, 150.000. Naja, ich halte mal durch. Dann sehen wir das. Ach, das sind die Hänger, die kleinen Hänger in Anführungszeichen. Na gut. Ja, mit 50 km/h hat er zu tun hier. 6 Sekunden, ne? Von dem hohen Gewicht her, da wirkt ja einige Fliehkräfte, ne? Ich glaube so, dass ich 50 km/h habe ich nicht weniger eingefahren. 41. Kurven so heikel, das ist mir ganz gefährlich. Gut hat die Kurve gemeistert. Alles gut. Mal bitte mir wachen hier, kann ich fahren. Es gibt einen Mod, da kann man den Spiegel einstellen übrigens. Ne? Fragt mich nicht, wie das funktioniert.
Das wäre mal interessant, ne? Also hier sehe ich ja im Grunde nicht viel. Ja, ein Baum ist gewachsen, aber gewaltig. Ah, da kommt ja einer auch noch. Wo hat er mal einen gepflanzt gehabt? Und dann den Rest vergessen? Möglich ist es. Schon so lange her. Ja, hier wollen wir noch ein bisschen eine Garage bauen. Einebnen in die Garage. Karte war nicht groß hängen gewesen. Gut. Macht Deckel zu, alles gut. Kommt auf die Kurve rum. War schön zu sehen, wenn es klappt. Auch Folie zu. Super. Kann er leider an der Leer machen, ne? Wie gesagt, die neue Karte wird ja ein paar Veränderungen mit sich ziehen. Mit den Gebäuden. Da soll es ja noch einen Kuhstall geben und einen Rinderstall. Auf Hof 3. Woanders kommt dann noch ein Schwein hinzu und all sowas. Dann müssen wir entsprechend unsere Umzug gestalten, damit wir das halt mitnehmen können. Also immer alle Ruhe errechnen, was wir an Wert haben, und dann werde ich schauen, was das gut geschrieben ist, und dann werde ich dann entsprechend alles vorher einkaufen. Eine Möglichkeit vorher schuldenfrei sein. Dass Schulden bei Null sind, und dann wenn wir den wahren Wert ermitteln, den wir halt. Schauen wir, ob das klappt. Das klappt. Gut. Können wir aussteigen. Na, mal gucken, ob wir den Öko-Modus reinkriegen. Auffüllen. Unbekannt. Bla, automatisch. Sparmodus aktiviert. Gut, das klappt doch nicht. Ja, das klappt schon. Raps ist auch voll, denke ich mal schon wieder. Oh, hier einklappen die Rohre hier. Reparatur noch nicht notwendig. Nicht daran gehen, das hören, ne? Die Folge geht ungefähr fast zu Ende. So, liebe Zuschauer, danke fürs Reinschauen. Natürlich freue ich mich über jeden Like und jedes Abo. Auch dann danke dafür. Dann seid mal ein Schau und Winke Winke. Und freue mich auf Wiedersehen zur nächsten Folge. Bis gleich, bye bye.